Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Siberia 3. Ja, in der letzten Folge haben wir eigentlich die große Reise wieder angetreten, die aber doch sehr früh gestoppt worden ist und wir jetzt in diesem Tunnel hier aufgehalten wurden, wo uns viele kleine, ich vermute mal Fledermausaugen angeguckt haben. Da hinten diese leuchtenden roten Augen. Es könnte natürlich auch Vampire sein, aber wer weiß das schon. Oh Moment, hier rechts ist irgendwie etwas. Nein! Kam ich da nur hoch? Ja, toll. Ich habe gedacht, ich könnte da was aufheben. Oh. Okay, dann gucken wir uns jetzt erstmal die Fledermäuse an, weil ich denke mal, dass wir erstmal wissen müssen, worauf wir uns einlassen. Bevor sie da jetzt irgendwie sagen kann, wir müssen dies, das oder jenes machen. Ja, das dachte ich mir nämlich schon. Große Fledermäuse. Bösartige Dämonen-Fledermäuse. Mistviecher. Oh, Hilfe. Aber ein bisschen seltsam war es ja jetzt schon. Ich meine, die greifen ja nicht mal ebenso aus Jux und Dollerei an. Gut. Wir haben ein Problem. Ja, wir haben es gesehen. Frau Kate Walker muss Weg für Karawane schnell freimachen. Immer ich. Ihr könnt hier nichts alleine. Ich würde mich jetzt wirklich über eine gute Idee von Ihnen freuen, Ayahuasca. Wenn Frau Kate Walker findet etwas, um Fledermäuse zu erschrecken, Sie gehen sicher nach draußen. Gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Danke, Kate Walker. Call zur Hilfe, wenn du uns brauchst. Wir können dir bestimmt helfen. Ja, dann rennt doch mal alle da rein, macht viel Lärm und die Fledermäuse hauen ab. Was haltet ihr denn davon? Ja, was kann ich denn überhaupt machen? Also hier oben... Hallo, Mauszeiger? Hier oben scheine ich ja irgendwie weiterzukommen. Hinten denke ich mal eher nicht, aber wir laufen trotzdem hier nochmal den Steg so ein bisschen entlang. Weil manche Sachen werden ja erst angezeigt, wenn man dann da in der Nähe ist. B.O., war das jetzt auf die Musikgruppe bezogen, oder? Versuchen wir etwas anderes. Okay, also hier... Naja, das ist so komisch gerendert zwar. Kann man hier vielleicht... Nee, rein kann man auch nicht, ne? Nee, nee. Brauchst du nicht runterzulaufen, Mädel. Dann guck mal hier oben mal nach. Hier geht's auf jeden Fall schon mal runter. Wenn du denn gehen würdest. Hallo? Du bist doch gerade noch an denen vorbeigelaufen. Warum gehst du jetzt nicht einfach an denen vorbei? Das ist zu schwer. Ich merke das schon. Also, naja, wie gesagt, manche Sachen... ich habe noch nicht mal gedrückt. Darf ich vielleicht erstmal... Hallo? Aber gut, dann gehen wir halt erstmal hier oben rum. Ich wusste bis gerade noch nicht, dass wir hier hoch können, aber okay. Angst vor kleinen Vampiren. Oh, keine Sorge. Häng dir ein bisschen Knoblauch um. So, ja, hier oben können wir jetzt nicht wirklich was machen, so wie es aussieht. Dann gehen wir mal runter. Wollte mich das Spiel veräppeln, wie es aussieht. Ja, ja. So, hier haben wir ganz viele Kabelung. Ach du Schande, wo sind wir denn hier? Hallo, kommt hier auch mal. Ist das jetzt eine Straße oder ist das draußen? Einfach die Treppen runtergehen, Madame. So, was ist das hier? Scheint nichts, was man... Nee, jetzt auf einmal kann ich es nehmen. Wollt ihr mich denn veräppeln? Ist das eine Koralle oder sowas? Seetang. Okay. Geht die schwimmen? Anscheinend nicht. Gut, dann nehmen wir mal nach hinten. Hm.
Ein langer, langer Weg, aber ja doch, das Ende ist jetzt auch in Sicht, aber es bringt uns gerade alles nichts. Okay, wir können hier wahrscheinlich auch nicht durch das Wasser durch, nehme ich mal an. Weiterer, Frau Catwalk. Sehr gutes Holz, Doc. Geschenk. Geschenk. Okay. Ich danke sehr. Ja, ich meine, Hauptsache, wir haben unser Inventar ein bisschen erweitert, ne? Ich habe jetzt gedacht, vielleicht können wir hier unten Krach schlagen oder so, damit wir dann die Fledermäuse oben loswerden. Aber das scheint nicht so einfach zu sein. Okay, also hier konnten wir jetzt überall nichts machen. Deswegen laufe ich mal wieder zurück nach oben. Achso, da war die Treppe. Aber da hinten kam jetzt nicht rum, ne? Das habe ich jetzt richtig gesehen, weil das sah irgendwie so ein bisschen... Ah, da geht's hier nirgendwo rein. Okay, also das heißt... Ach, jetzt geh doch nicht schon wieder da hoch. Mein Gott, geh doch einfach dahin, wo ich draufklicke. Das ist viel einfacher. So, von da sind wir jetzt gekommen. Nach da können wir nicht mehr, obwohl da eigentlich steht, dass man nach rechts kann. Wahrscheinlich ist es das hier. Ja, können wir eigentlich erstmal nur noch wieder nach vorne. Hier, Moment, hier können wir was machen. Da müssen wir was benutzen. Okay. Aber was ist das für ein Loch? Okay, das nennen die Feuerzeug. Na ja, gut, okay. Nehme ich mal so an. Flasche. Soll man die jetzt in Brand stecken, praktisch oder was? Praktisch für Selbermacher. Ja, ne? Sollen wir die jetzt hier wirklich, oder jetzt ausräuchern oder so? Ich gehe einfach mal... Das ist nicht richtig. Ja, ja, ich weiß. Das ist mir schon klar. Wir nehmen einfach mal alles von oben durch. Keine Chance. Ja, ja. Es funktioniert nicht. Das weiß ich, aber es ist ein Action-Adventure. Da klickt man einfach alles nochmal an. Oh, okay. Ach, sollen wir uns eine Fackel machen? Das könnte natürlich sein. Das war eine Flasche. Aber was ist in der Flasche drin? Moment, beobachten. Steht da nichts drauf? Benzin. Praktisch, wenn die Jukol den Grill anzünden wollen. Benzin, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das so... Ach, Moment, ich habe doch noch den Schal. Oh, es funktioniert nicht. Schade. Kann man denn den Schal mit dem Benzin, also dieses Tuch, das ist, kann man nicht mit dem Feuerzeug kombinieren, ne? Aber wir können das direkt... Okay, ich habe wieder zu kompliziert gedacht, wie immer. Oder? Sie ist nicht angegangen. Ja, meine ich doch, weil wir müssen ja eine Fackel haben. Und die haben dann normalerweise diese Tücher, die halt benzingetränkt sind da drin. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, dass wir das irgendwie miteinander kombinieren können. Aber ich kann es halt nicht nehmen. Das ist das Problem. Kann man das denn so schlechte Idee machen? Dieses Teil darin einzutauchen wird nicht reichen. Ja, das ist mir schon klar. Aber du bist ja zu doof. Du willst ja nicht die... das Tuch nehmen. Keine Chance. Oder muss ich... Eine Halterung. Für eine Fackel, so wie es aussieht. Der Schmied muss sie verwendet haben, um kleine Gegenstände anzuzünden oder aufzuheizen. Ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, also hier kann man jetzt nur gucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ohne dieses Tuch geht. Das ist nicht soll. Richtig. Das kann ich nur hier oben benutzen. Ich kann es auch nicht unten benutzen. Muss ich mir das vielleicht vorher nochmal angucken oder so?
Moment. Da war mein was. Altes Tuch. Nach all unseren Erlebnissen fällt es mir schwer, mich davon zu trennen. Kann ich das jetzt? Es funktioniert nicht. Hm. Okay. Ich begreife es jetzt ehrlich gesagt gerade überhaupt nicht. Ach so, das war der Kopf von... Oh, habe ich mich jetzt gerade erschrocken. Haben wir denn irgendwas anderes, was wir da dran machen? Sie sagt ja auch, sie kann sich da schwer von trennen. Vielleicht ist es das jetzt das Problem. Was ist das? Nein, oder? Bonok mag Rocket Walker? Ist alles in Ordnung? Duck, duck, Frau Gatewalker. Aber noch mehr Ordnung, wenn Stamm wieder unterwegs. Ja, das ist richtig, ja. Wie geht es den Straußen? Sie Angst vor kleinen Vampiren. Solange sie da, Strauße nicht wollen weitergehen. Und dann, sie Hunger kriegen. Jukol müssen schnell finden, Weide. Ja, das ist richtig. Wissen Sie, wie ich die Fledermäuse verscheuchen könnte? Sie denken, kleine Vampire sehr dumm. Sie erschrecken. Hm, danke für den Rat. Gut, ich gehe mich um die Fledermäuse kümmern. Bis später. Duck, viel Glück, Frau Gatewalker. Okay, also ich wollte auf jeden Fall nochmal mit ihm sprechen. Oh Mann. Ja, ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass ich das mit dem Tuch einfach machen könnte, aber da wir gerade was anderes gefunden haben, kann ich jetzt nur hoffen, dass das jetzt funktioniert. Was ist denn das überhaupt, was wir da gefunden haben? Jukol-Tuch heißt es. Ah. Mein Gedanke war also richtig... Darf ich hier noch was machen? Der wollte das nur nicht, weil er das nicht mit dem Tuch machen wollte. Na gut, da musste ich halt erstmal was suchen. So, da müsste es aber jetzt eigentlich funktionieren, wenn wir das jetzt probieren mit dem Feuerzeug. Habe ich die jetzt in der Hand? Ja, ne? Ja. Kann ich damit jetzt schon die Fledermäuse verscheuchen? Oder muss ich hier irgendwie ein Feuerwerk anzünden oder irgendwas in der Art? Ich konnte doch gerade nur mit dem reden. Je mehr ich dem näher komme, umso weniger kann ich mit dem reden. Das ist doch doof. Naja gut, guck mal jetzt erstmal hier, ob ich das jetzt schon... Geht aber einen komischen Weg zu der Frau hin. Ne? Okay, ich glaube, das wird nichts mehr. Probieren wir das jetzt einfach mal hier mit den... Aber, ja, wie soll man das machen, ne? Die geht jetzt auch nicht da rein. Was jetzt? Ich glaube es nicht. Finden Sie einen Weg, die Leitung in der Decke zu öffnen? Ach, ja. Ich glaube das dann auch nicht in solchen Momenten. Das ist dann so ein oh, leck mich doch Effekt, ehrlich. Ich kann jetzt hier aber, glaube ich, auch nicht weiter durchgehen. Naja, dann greifen die mich wahrscheinlich wieder an, ja. Habe ich die Fackel jetzt überhaupt noch? Das wäre jetzt natürlich doof. Die hat die doch. Ich habe die Fackel noch, aber ich habe kein Feuerzeug mehr. Ja, das ist ja geil. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Hallo? Doch, so.
Ja. Jetzt stehe ich natürlich ein bisschen blöd da. Da wir jetzt hier nicht allzu viel Auswahl haben, wo wir eigentlich hingehen können, muss ich jetzt ja nochmal die Strecken zurücklaufen. In der Hoffnung, dass vielleicht irgendwo jetzt was Neues ist. Ich weiß nicht, also ich gucke erstmal hier rechts, dann gucke ich hier oben nochmal, ob da vielleicht irgendwas am Wasser freigeschaltet ist. Hier kommen wir immer noch nicht durch, ne? Ah, nee. Da können wir nicht durch. Jetzt ist hier auch noch so schummriges Licht. Nein, du sollst nach oben gehen. Nein. Geh einfach... Ach, den Rest mache ich... Ich wollte gerade sagen, den Rest mache ich mit der Tastatur. Die ist irgendwie nicht fähig, in die Richtung zu gehen, wo ich draufklicke. Also hier kommen wir jetzt aber nirgendwo mehr weiter rum, ne? Weil da will sie irgendwie ja gar nicht hin. Hat sich denn hier vielleicht noch irgendwas geöffnet? Das wäre jetzt da... Moment, halt, stopp. Seewasser. Katharina hatte recht. Ja. Bringt uns das jetzt irgendwas? Nicht wirklich, ne? Ja, das bringt uns jetzt auch nichts, dass wir jetzt hier rumgelaufen sind. Dann bin ich jetzt gerade dezent etwas überfragt. Nee, halt die Treppe hoch. Gehen wir hier nochmal raus. Ist auch nichts mehr, wo wir jetzt irgendwie hingehen können oder so, ne? Moment, hier vorne? Hier ist noch eine Treppe. Ja, geh doch einfach mal ein paar Schritte weiter, damit ich was sehe. Ach, da ist noch eine Treppe hoch. Ah! Das hatte ich vorher nicht gesehen. Auch Oskar, was machst du denn hier? Wo ist die jetzt hingegangen? Die beengte Atmosphäre hier scheint sie zu beeinträchtigen, Kate Walker. Ich bin nicht klaustrophobisch, Oscar. Die Lösung zu unserem Fledermausproblem liegt draußen. Und ich habe keine Idee, wie ich dorthin kommen soll. Dort oben herrscht eine enorme Strahlung. Wenn Sie für diese Aufgabe jemanden brauchen, der wirklich unempfindlich gegen Strahlung ist. Wenn es so jemanden gäbe, würde das unsere Probleme lösen. Sicher. Darf ich Sie daran erinnern, dass ich ein verbessertes Modell XZ-2000 bin? Oh, Sie meinen Sie? Natürlich beeinträchtigt mich der osteoarthritische Rost etwas, aber ich sollte es schaffen, Kate Walker. Ich bezweifle nicht, dass Sie es schaffen. Aber es könnte dort oben wirklich gefährlich sein. Glauben Sie... Ich fürchte, dass Ihre Auswahl an Kandidaten sehr begrenzt ist, Kate Walker. Wenn Sie darauf bestehen? Und wir spielen jetzt Oscar selber. Das ist ja mal was völlig Neues hier drin. Das ist ja mal cool. Er hat wahrscheinlich kein
Doch, er hat ein Ölkännchen dabei. Okay, er hat doch ein bisschen Inventar. Ja, dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir uns in der nächsten Folge dann voll und ganz unserem Oscar widmen und mit ihm dann die nächste Aufgabe hoffentlich auch zufriedenstellend lösen werden. Bis dann. Ciao.